Im Freitaler Stadion des Friedens wurde am 8. Dezember Richtfest für das neue Funktionsgebäude gefeiert. Bis zum Sommer 2024 entstehen in der Sportanlage an der Burger Straße moderne, zeitgemäße Umkleiden, Sanitär-, Vereins- und Schulungsräume inklusive Gerätelager und Technikräume, Wettkampfbüros, das Büro des Kreisverbands Fußball sowie 500 Zuschauerplätze. Als Gesamtkosten für das Projekt sind bisher rund 5 Millionen Euro veranschlagt. Dabei kommen rund 1,07 Millionen Euro Fördermittel vom Freistaat Sachsen. Bauherr ist die kommunale Holding WBF Wirtschaftsbetriebe Freital GmbH als Vertreterin der Stadt Freital. Pächter des Gebäudes wird der SC Freital. Endlich Richtfest im Stadion des Friedens. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt so weit gekommen sind vor Weihnachten, noch das Gebäude zumindest von oben schließen konnten, also das Dach fertig ist. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Jetzt werden sicherlich die Firmen noch die Restarbeiten machen bis Weihnachten, also bis zum 21. Danach wird erstmal hier Ruhe einkehren. Aber die Ruhe ist nur Vorbereitung für die weiteren Arbeiten im neuen Jahr. Und wir wollen ja, so ist der Stand jetzt, Mitte Juni fertig werden hier, zumindest in großen Teilen, zumindest die Nutzbarkeit herstellen. Wenn die letzte Steckdose noch nicht dran ist, das verschmerzen wir. Aber Mitte Juni am Wochenende, 15.06. finden hier die deutschen Meisterschaften im Sprint-Orientierungslauf statt. Und das ist unser großes Ziel. Da wollen wir die Anlage fertig haben. Und da wir kurz vor Weihnachten sind, weiß ich, dass unsere Vereinsmitglieder natürlich auch die ruhigen Tage herbeisehnen, um sich mal zu erholen von den anstrengenden Trainingswochen bis hierher. Wünsche ich allen viel Erholung, die verletzt oder gesundheitliche Probleme haben, eine gute Erholung, dass es im neuen Jahr wieder losgehen kann und dass wir dann wieder angreifen, angefangen vom Volleyball über Fußball, Schwimmen, also alle Sportarten, die bei uns vertreten sind. Gute und angenehme Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr.